Was geht ab, meine Haie? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute bin ich immer komplett in Firestorm-Modus. Oha, was ist hier los? Heute möchte ich mich mit euch über mein neues Format unterhalten, das heißt Chosen X. Für alle, die auf Twitch nicht dabei waren, erkläre ich es hier nochmal. Ich werde das erstmals auf Twitch testen, wie das ankommt. Und wenn es gut ankommt, eventuell mache ich es auch hier auf YouTube, okay? Das Format wird einmal im Monat stattfinden. Und zwar am Anfang des Monats und am einen Samstag. Es wird alles quartalsweise in Kategorien aufgeteilt. Heißt, im ersten Monat werden praktisch nur Magier dabei sein, damit es fair bleibt. Im zweiten Monat nur Cardists und im dritten Monat dann No Limit. Da gibt es keine Einschränkungen. Da kann jeder mitmachen. Egal, ob das Tanzen ist, ob es Musik ist. Es wird einen riesen Preis geben. Dazu komme ich später. Ich füge euch einen Link hier ein. Das ist mein Discord-Server. Dort werdet ihr euch bewerben, okay? An alle Magier, die jetzt mitmachen wollen. Ihr müsst ein One-Take drehen, okay? Das Performance-Video muss ein One-Take sein. Ob es eine Routine ist, ob es ein schneller oder kurzer Effekt ist. Wie lang das sein soll, kann ich euch jetzt nicht sagen. Überlasse ich euch. Aber ihr müsst beachten, dass halt auch keiner einschlafen darf, okay? Also wenn es jetzt 5 Minuten läuft und es stocklangweilig ist, könnt ihr schon davon ausgehen, dass die Jury euch nicht nimmt. Alle, die Cardistry-Videos einreichen, bei euch gilt die One-Take-Regelung nicht. Ihr könnt es machen, müsst es aber nicht. Und drittens, bei No Limit muss auch kein One-Take sein. Also wie geht es jetzt weiter? Ihr habt euer Video schon fertig gedreht und es bearbeitet. Euer nächster Schritt ist, unserem Discord-Server beizutreten. Und da gibt es ein Segment, das heißt Bewerbung. Was sollt ihr da reinschreiben, wie ihr heißt, wie alt ihr seid, was ihr heute zeigen wollt, in kurz zusammengefasst, euer Video dann hinzufügen. Eventuell wird es nicht funktionieren, dass ihr euer Performance-Video einfach so reinpacken könnt. Heißt, ihr müsst es entweder auf YouTube auf nicht gelistet hochladen, uns dann den Link schicken oder auf Dropbox oder auf andere Seiten, bei denen es möglich ist, wo ihr Videos hochladen könnt und uns dann den Link schickt. Was passiert jetzt, nachdem ihr eure Bewerbung eingereicht habt? Eigentlich für euch nichts mehr, es ist easy peasy. Ihr lehnt euch zurück und wartet einfach auf unsere Antwort. Meine Mods machen praktisch dann schon die Vorauswahl. Die entscheiden schon, okay, ob das Video gut oder schlecht ist und also da schauen mehrere Augen drauf. Wenn die Vorauswahl stattgefunden hat, wird es weitergeleitet an mich und meine Community auf Twitch. Und dann passiert genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Es wird dann am Anfang des Monats stattfinden, an einem Samstag, wo ich mit meiner Twitch-Community dann auf eure Performance eingehe, also ob die Top 5. Und die Twitch-Zuschauer und ich schauen gemeinsam auf eure Performances. Und dann wird eine Abstimmung stattfinden, wer der Sieger ist von der Top 5, die ausgewählt wurde. Es wird keine Eliminierungsrunden geben, also da kämpft jetzt nicht Person A mit B, sondern es wird die Top 5 jeden Monat ausgewählt und die werden ausgewertet mit mir und die Zuschauern auf Twitch. Was noch hinzuzufügen ist, sobald ihr eure Bewerbung eingesendet habt, werdet ihr es wahrscheinlich nicht mehr sehen können, sobald ihr einmal rausgegangen seid, weil der Verlauf wird dann praktisch unsichtbar für alle, außer die Mods natürlich. Warum habe ich mich so entschieden? Es ist ganz einfach. Ich möchte nicht, dass ihr euch beeinflussen lasst, wenn Person A zum Beispiel krassere Effekte hinliefert oder so. Ich möchte nicht, dass ihr euch davon demotivieren lasst und euch nicht beeinflussen lasst. Macht euer Ding. Falls ihr nicht auserwählt sein solltet, nicht schlimm, versucht es nächsten Monat nochmal oder je nachdem, wenn die Kategorie euch entspricht. Versucht es einfach nächsten Monat noch und mit Glück schafft ihr es vielleicht in der nächsten Runde mit teilzunehmen. Der Gewinner erhält nicht zusätzlich ein Shoutout, sondern bekommt auch noch dazu ein Co-Pack-Bündel von Ass Altenburger gesponsert. Heißt, da sind, also ein 12er Brick wird das wahrscheinlich sein und da sind keine Standardkarten drin, sondern ein Mix aus allem. Zum Beispiel Gev-Decks von Co-Pack, Gimmicks-Kartenspiele von Co-Pack wird es in einem Bündel geben. Und das bekommt der Gewinner kostenlos zugeschickt, ja. Da erstmal ein riesen Dankeschön an Ass Altenburger, die dieses Format sponsern oder unterstützen. Riesen Dankeschön an euch. Es wird ein riesen Spaß, ich bin echt gehypt, bin gespannt auf eure Einsendungen. Am besten tut es jetzt und vielleicht seid ihr schon im nächsten Monat dabei. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Macht unbedingt mit, wenn ihr Bock habt. Und wie gesagt, wenn es auf Twitch super gut ankommt, werde ich es vielleicht auf YouTube auch übernehmen. Und ja, seid gespannt auf die nächsten Videos, die werden auch ganz lustig. Die muss ich jetzt die nächsten Tage schneiden. Es war letzte Zeit sehr, sehr viel los. Oder was heißt, war, es ist immer noch sehr viel los. Aber in den nächsten Tagen kommen neue Videos. Freut euch drauf und dann sehen wir uns bald wieder und an alle, die auf Twitch einschalten, wir sehen uns wahrscheinlich später um 19 Uhr wieder. Ciao, euer Hai.